Hallihallo, liebe Leute im Livestream und hallihallo, liebe Leute, die sich das nachträglich ansehen. Wir versuchen uns ein weiteres Mal in Ganbare Goemon Karakurido Shu, nachdem wir beim letzten Mal ja ein bisschen kläglich daran gescheitert sind und leider nicht alles geschafft haben. Also das gesamte Spiel, ich habe es höchstens bis Level 8 geschafft, danach war Feierabend, weil wir dann ja noch zum guten Max geradet sind. Und deswegen habe ich gesagt, ja komm, ich versuche es in einem anderen Stream nochmal und wir gucken, ob wir das heute vielleicht besser hinkriegen. Ich meine, ein bisschen was habe ich aus diesem Spiel gelernt und ein paar Kniffe kenne ich ja mittlerweile, deswegen hoffe ich, mit denen jetzt soweit gut umzugehen können, dass wir wirklich bis ja, Level 8 oder vielleicht noch weiter schaffen oder es hoffentlich in diesem Stream heute durchkriegen. Aber gut, da lassen wir uns überraschen, wie es tatsächlich hinhauen wird, ne? Auf jeden Fall sage ich schon mal, dass für die Leute, die auf YouTube das sich ansehen, ich wahrscheinlich sowieso hier an dieser Stelle gleich einen Schnitt machen werde und sowieso dann, wenn ich bis Level 8 wieder komme, auf jeden Fall da dann wahrscheinlich erst reinschneiden werde. Also für die Leute, die sich das auf YouTube ansehen sollten, werden sich wahrscheinlich dann, also dass sie sich nicht wundern, dass dann auf einmal, ups, Level 8 auf einmal auftaucht. Na gut, auf jeden Fall versuchen wir nochmal unser Glück. Wir starten logischerweise von Anfang an. Wer hätte es gedacht? Gut, Goemon. Dann wollen wir mal. Natürlich beginnen wir nochmal ohne Upgrades. Der ganze Spaß, alles von vorne. Aber wir holen uns alles wieder. So. Auf jeden Fall können wir ja schon mal Münzen schmeißen. Die Schleuder ist schon mal unser. Jetzt noch ein paar Schuhe. Also ein paar Upgrade-Schuhe und dann sind wir auch wieder ein bisschen flotter unterwegs. Hoffentlich wird es uns in den Wasserabschnitten nicht wieder zum Verhängnis. Aber auch da habe ich mir eine Strategie überlegt, weil ich zeige euch das mal. Ihr könnt das jetzt ganz gut sehen. Wenn ich jetzt gleich schräg springe, kann ich das ein bisschen ablenken. Also sprich, ich springe nicht komplett schräg, sondern kann entgegenlenken. Das habe ich tatsächlich herausfinden können. Was auf jeden Fall für manche Sprünge sehr hilfreich ist, damit man nicht zu weit in den Abgrund springt. Das ist auf jeden Fall etwas, das wir auf jeden Fall sehr gut nutzen können. Und was uns in den, ja, ich sag mal Wasserabschnitten gut helfen wird. Ja, hier bin ich durch. So, und was ich auch herausgefunden habe, beziehungsweise mir auch denke, dass man in jedem dieser 3D-Dungeons so ein Leben finden kann. Sprich, ich sollte zusehen, dass ich jeden Winkel auskundschafte in diesen Dungeons, um möglichst viele Leben beisammen zu kriegen. Und deswegen will ich gucken, dass ich das in jedem 3D-Dungeon, also in jedem Level, wirklich genauer auskundschafte. Ja, hier ist definitiv kein Leben versteckt. Gut, dann ist es nicht in jedem. Suchti! Ich weiß ja zum Glück, dass hier... Oh. Hier auch eine Treppe ist? Nee, das wusste ich jetzt nicht. Ich wusste etwas weiter, aber hier direkt? Gut. Ein Passierschein haben wir. Ein Stück weiter war auf jeden Fall noch eine. Hier nämlich. Ja, hier ist auch einer. Gut. Dann habe ich schon mal direkt zwei. Das macht dieses Level doch etwas einfacher. Okay. Oh nein, nicht die Krabben, nicht die Krabben. Gut, Problem gelöst. So, das mit den Gegenlenken funktioniert gut. Das macht das so viel angenehmer, ne? Könnte ich ja sogar richtig abkürzen. Alles andere wäre sonst auch wirklich ein bisschen schlecht designt, wenn das nicht besser machbar wäre. Das macht es wirklich so viel angenehmer. Das könnt ihr mir glauben. So. Endlich in Level 8 angekommen. So, wollen wir doch mal schauen, ob wir das nicht hinkriegen.
So, zuallererst Jesus-Statue verschwinden lassen. Das habe ich ja auch noch nicht vergessen. Und ersten Passierschein abgreifen. Was ich ein bisschen schade finde, dass ich nicht direkt sehen kann, wie viele Leben ich überhaupt noch habe. Dass man das echt nur sieht, wenn man tot geht, ne? Aber 5 müssten es eigentlich aktuell sein. Glück spielen, einmal versuchen wir. Gerade. Hey, 1500 nehme ich. Und tschüss. Reicht. Geheimpassage. Nehmen wir. Ich habe das Geld. Gut, suchen wir ja als erstes die Karte. Dann biege ich erstmal hier ab. Okay, hier kann man sich auch wieder super gut verlaufen. Wenn ich die Karte hierfür habe, würde ich echt gern sehen, wie das hier aufgebaut ist. Auf jeden Fall ist das hier nicht sehr leicht. Und ich sollte nicht nochmal denselben Fehler wie vorhin machen, wo ich einfach mal zu schnell in den Ausgang gelaufen bin. Wenn ich ihn sehe, sonst darf ich wieder so viel Geld sammeln. Wobei, ich hab's zwar noch, aber ihr wisst, was ich meine. Ich finde, hier sind sehr viele Geldboxen, aber immer noch nicht die Karte, ne? Das Wichtigste, was man braucht, scheiß drauf. Hatte ich bei manchen Zelda-Ablegern auch schon, dass ich echt erstmal sämtliche Dungeon-Items finde. Kompass, Kompass, aber die Karte, scheiß drauf. Ist überbewertet. Na, hier ist schon der Ausgang. Zurück. Also Passierschein habe ich. Theoretisch könnte ich schon raus. Nur wenn ich jetzt ein Leben finden könnte, hätte ich das auch gerne noch. Da ist die Karte. Oh, ist das groß. Und hier gibt es noch einige Geldtruhen. Moment, dann gehen wir jetzt noch einmal komplett nach oben. Da werde ich jetzt wirklich jeden Gang hier abklappern. Okay, das hier ist das Ende. Verstehe. Hier den Bereich habe ich schon komplett gemacht, ne? Da ist nichts. Schade. Hier gibt es auch nichts Tolles. Dann hole ich mir da jetzt in der Sackgasse das Geld. Da müsste ich einmal hingehen. Also einmal rechts rum. Das war zu weit. Genau. Nee, auch nichts. No, komplett leer. Okay, hier wird sich doch bestimmt irgendwas finden. Nee? Da wäre noch eine Sackgasse. Ja, Heras, dieses Jahr wäre ich sogar 37. Leider. Nein, hier ist schon der Ausgang, ach was. Okay. Dann da gleich erst hin. Gut, was gibt's hier? Nichts. Warum auch? Und wieder nichts. Okay, hier werde ich wohl kein Leben finden. Aber das Geld will ich noch haben. Dann kann ich ja wirklich gleich den Dungeon verlassen.
Jetzt nur noch hier raus. Du bist auch bald 34. Wann denn genau? So alt bin ich seit Samstag, Heras. Na, einmal hier rum. 10. Juli, ist auch nicht mehr lange hin. Okay, wir haben's. Zeit, hinauszugehen. So. Endlich geschafft. Nun gut. Na. Ah. Diese Vögel, ne? Na genau, hier muss ich gleich nach unten. Weil da war nämlich eine Treppe, die mich weiterbrachte. Ja. Opa Max also. Und wir haben schon 3. Jetzt nur noch zum Ausgang. Dann ist Level 8 auch abgehakt. Okay. Oh nee. Hör auf mich zu scheißen, du Vogelfieh. Ah, wollte gerade sagen, könnt ihr nicht da unten bleiben? Ich muss ja schon wieder runter. Nein! Nicht so runter! Scheiße. Okay, 4 Leben habe ich noch. Ich wollte eigentlich schräg runter. Ich bin sogar da, wo ich sein wollte. Gut, hier ist auch wieder so eine Treppe. Na toll, jetzt fehlen mir meine ganzen Schuhe. Ich bin wieder lahmarschig. Gib mir meine Schuhe zurück. Scheiß Abgrund. Okay, das ganze Spielchen nochmal. Jetzt sag mir nicht, das ganze Level geht jetzt so, dass ich diese Geheimpassage finden muss. Och nö. Tengu! Scheiße! Okay, ich habe ein gewaltiges Problem. Meine Reißbällchen sind futsch. Ich muss schräg runter, ne? Nützt alles nichts. Nochmal? Jo. Essen. Ich bin wieder aufgefrischt. Okay. Noch mehr Tengus, oder? Ja, natürlich. Ich mag diese Tengus hier nicht. Also, gerade weil ich den Münzwurf nicht habe, ist das auch ein bisschen scheiße. Geheimdungeons, Geheimwege muss ich ja nicht mehr wirklich finden. Okay, jetzt habe ich es wieder. Ihr habt hier nichts gerade Brauchbares, was ich mitnehmen könnte. Oh, dein Bruder ist doch so viel jünger, Max. Auch schon krass. Also bei meinen Brüdern ist nicht so ein großer Altersunterschied. Der ist deutlich kürzer bei uns. Scheiß Tengu. Ich könnte diesen Hut hier mitnehmen. Reißbällchen brauche ich auch wieder. 600 Rios habe ich. Ich bin wieder gewappnet. Jetzt könnt ihr mich alle mal. Auch die Tengus, wenn hier noch welche rumfliegen sollen. Meine Schuhe! Gib sie mir, die Schuhe, die ich brauche. Ich brauche sie dringender, als ihr vielleicht glaubt. Gut. Auch Level 8 können wir abhaken. Du hast auch noch eine 9 Jahre ältere Halbschwester. Okay. Auch interessant, der Stammbaum. Einfach mal wirklich so viele Jahre sich Zeit gelassen, bis das nächste Kind kommt. Okay, was haben wir hier Tolles? Hier kann ich nicht ins Wasser fallen, ne? Ah, oh, Gott sei Dank.
Gut. Ich glaube, jetzt haben wir auch wirklich so die schlimmsten Ecken geschafft. In diesem Spiel. Wie ich schon sagte. Das, was jetzt kommt, dürfte nicht mehr schrecklich sein, weil es gibt keine Level mehr mit Abgründen. Von dem, was ich mir angesehen habe. Wo war jetzt die Treppe? Ernsthaft? Wollt ihr mich gerade verarschen? Geht doch! Ich wollte gerade sagen, wo ist die Treppe? Dein Vater ist halt wie eine Schildkröte, alle 10 Jahre, Junge. Na, manche lassen sich Zeit, andere sind da ein bisschen fleißiger unterwegs, ne? Oh, wo bin ich denn jetzt? Okay, das sah eigentlich auch ein bisschen auffällig aus. Nee, die Schuhe hole ich mir durch Blöcke. Nicht durch Geld. Das Geld brauche ich für Dungeons oder für Passierscheine, wenn ich Pech habe. Haben tue ich noch alles. Ja. Musste gerade erst gut überlegen. Investiere ich noch in der Rüstung, aber... Was läufst du hier rum, Hähnchen? Das Vieh hat sich mal voll verirrt. Na gut, dass es kein The Legend of Zelda ist, sonst hätten wir jetzt ein Problem. Dann haben wir jetzt nämlich eine Horde dieser Viecher am Hals. Na, ja, hier ist nur Essen. So, ein Dreck, warum habt ihr hier nichts Brauchbares zum Mitnehmen? Bin ich schon wieder am Anfang? Ist das euer Ernst? Okay. Scheinbar ja. Mensch, mach's mir doch nicht so schwer. Aber auch schon eigentlich ziemlich heftig, dass Goemon hier alle erdenklichen Dorfbewohner einfach umnietet, obwohl die größtenteils friedlich sind. Gut, der jetzt gerade nicht. Ne? Okay, gehen wir hier runter. Brauche ich auch gerade nichts? Ah, ne. Gut, ich hätte eh noch den Glücksbringer gehabt. Das heißt, zum Anfang bringen ist nicht. Da könnte ich auch wieder hoch. Nee, brauche ich nichts. Ist ja nur ein Passierschein, das geht nicht. Wahrscheinlich muss ich einen kaufen und wenn ich Glück habe, noch einen 3D-Dungeon durchstreifen. Dass man hier aber auch wirklich wenig Geheimwege findet, ne? Mir fällt aber auch gerade auf, ne? Wo ich jetzt gerade diese Vogelscheuche hier sehe. Das ist ein Feld. Ich habe es ein bisschen als Wasser angesehen, wenn ich ehrlich bin. So mit der Farbe und so, ne? Aber es soll ein bisschen herbstlicher hier dargestellt sein. Och Gott. Nur Reisbällchen. Moment. Da gehe ich gleich rein. Passierschein. Gut, jetzt noch nur ein 3D-Dungeon und ich bin glücklich. Jetzt bin ich ganz woanders. Ja gut, aber wenn ich auch diesen Weg jetzt nehme, ne? Okay, wo bin ich jetzt? Ist das die Ecke, wo ich gerade rübergelaufen bin? Ja. Gut, dann kann ich zurück. Dann will ich nämlich jetzt wirklich hier oben mal gucken. Eventuell hat noch jemand einen Passierschein zum Verkaufen oder ich finde diesen Dungeon. Thank you.
Oder auch nichts. Von alledem... Ach, Mist. Meine Ru... Nee, meine Schleuer ist futsch. Wollte gerade sagen. Ich habe nur meine Glückskatze verloren. Könnte ich theoretisch auch kaufen, wenn ich den Laden jetzt dazu finde. Oder ich finde es so. Problem gelöst.